Gesundheit braucht Verstand und heute beschäftigen wir uns mal wieder mit einem Hirnnerv. Wir hatten das schon mal, das war der 10. Hirnnerv, den wir mal behandelt haben, der Nervus vagus in einem Video. Und heute ist der 5. Hirnnerv dran, der Trigeminusnerv, unser Gesichtsnerv. Ihr wisst ja, Hirnnerven sind sowas Besonderes, weil die sind nicht nochmal verschaltet in unserem Rückenmark, sondern gehen direkt ins Gehirn. Und dort haben sie ihre Nervenkerne. Das sind ganz, ganz wichtige Nerven, denn es hängen fast alle unsere Sinnesorgane daran. Der 5. Hirnnerv, Trigeminusnerv, den wir jetzt mal besprechen wollen. Wir machen das deswegen, weil es hatte eine Nachfrage. Ja, es haben einige nachgefragt, kannst du nicht mal was über den 5. Hirnnerv machen, über den Trigeminusnerv, weil wir haben richtig Probleme damit. Und solche Probleme kennt ihr, das sind die, wenn dieser Nerv schmerzt. Und diese Schmerzen, die sind nicht ohne. Die sind sehr stechend, als würde man sich elektrisieren, ziehen einmal durchs Gesicht und können bis zu 2 Minuten anhalten. Also sie plagen die Menschen schon sehr, sehr stark. Ja, also das werden wir mal angehen. Warum entstehen diese Schmerzen? Wodurch entstehen diese Schmerzen? Was ist der 5. Hirnnerv? Was tut der? Wofür ist er zuständig? Und letztlich, was gibt es für Lösungen, wenn man da wirklich Probleme hat? Was ist der 5. Hirnnerv, der Trigeminusnerv? Der hat nicht umsonst seinen Namen Trigeminusnerv. Er hat nämlich 3 Äste. 3 Äste, die unser Gesicht versorgen. Der erste Ast ist der Augapfelast, der Nervus ophthalmicus, der versorgt die Stirn, die Augenregion bis hin zur Nasenwurzel. Und der Austritt, wenn ihr da ein Problem habt im Gesicht, den könnt ihr nämlich sehr schön spüren, an einem Foramen, das sind so kleine Vertiefungen, Nervenaustrittstellen in unserem Gesicht, beziehungsweise die spürt man an den Knochen, wo die rauskommen aus dem Schädel. Ja, also diese Vertiefung und dieser Augapfelnerv, den könnt ihr am besten hier oben abspüren, wenn ihr hier unter die Augenbrauen greift, an dem Knochen, der direkt über dem Auge sitzt, dann merkt ihr hier so eine kleine Vertiefung. Und das ist genau die Stelle, wo der Nerv austritt und diese Region versorgt. Und wenn es da weh tut schon, dann ist dieser Ast sicherlich betroffen, beziehungsweise der Schmerz, der geht von dieser Region aus, wenn ich hier hindrücke. Ja, also da hat man dann so ein kleines Schmerzempfinden. Das ist der eine Ast. Dann geht es weiter. Der zweite Teil, beziehungsweise der zweite Ast des Nervus trigeminus, ist der Oberkieferast, der Nervus maxillaris. Ja, die Maxilla ist der Oberkiefer, Fremdwort für den Oberkiefer, und der versorgt, wie er so schön sagt, den Oberkiefer, das mittlere Gesicht und auch unsere Zähne, die im Oberkiefer sitzen. Die Austrittsstelle, die Nervenaustrittsstelle, wo wir wieder spüren können, ob dieser Teil des Trigeminusnervs ist, der Schmerz, die ist hier unter dem Auge, wenn man hier ein bisschen reingreift, das ist infraorbital, das Foramen infraorbitale, also hier unter dem Auge, da spürt man mehr so eine kleine Vertiefung. Und wenn man da reindrückt und da schmerzt es, dann ist dieser Teil des Astes betroffen. Ja, wenn es den Bereich des Oberkiefer gibt, dann gibt es natürlich auch den Ast des Unterkiefers. Und der Ast des Unterkiefers, der heißt Nervus mandibularis. Und dieser Nervus mandibularis versorgt alles, was zu unserem Unterkiefer gehört, einschließlich der Zähne. Und der hat natürlich auch wieder eine Austrittsöffnung und die ist aber etwas tiefer gelegen, nämlich das Foramen mentalis, das sitzt hier am Kinn, wenn man da reindrückt, also quasi so der Verlängerung des Mundwinkels, da spürt man wieder eine Vertiefung in dem Knochen. Und wenn man da reindrückt und da schmerzt da irgendwo in dem Versorgungsgebiet, na dann ist es natürlich dieser Teil des Astes, der betroffen ist und wo irgendwas nicht stimmt in der Region. Gut, also was dieser Trigeminusnerv macht, ist eine Wahrnehmung, eine sensible Wahrnehmung dessen, was sich in unserem Gesicht abspielt, zum Beispiel Temperatur, Berührung, Schmerzen und so weiter. Das trägt er zum Gehirn, informiert also unser Gehirn, was da los ist in der Peripherie. Unser Gehirn löst dann Reaktionen aus, möglicherweise auch bei Druckempfindlichkeiten und so weiter, Schmerz. Und
Gleichzeitig bewegt er zum Beispiel unsere Kiefergelenke, indem er die Muskulatur unseres Gesichtes bewegt, dass ich kauen kann, dass ich jetzt sprechen kann und so weiter. Also diese Muskelbewegungen, die groben Muskelbewegungen, die dafür nötig sind, dafür ist der Nervus trigeminus zuständig. Und zwar alle drei zusammen in Kooperation. Alle drei Äste arbeiten da sehr eng zusammen. Und die haben natürlich auch noch Unterverteilung, wieder so kleine Unteräste für die Stirn, kleine Unteräste für Bereiche der Mundinnenregion, kleine Unteräste und so weiter. Aber die brauchen wir im Einzelnen gar nicht zu wissen, sondern uns interessiert eigentlich, wenn dieser Nervus trigeminus in irgendeiner Form betroffen ist, was wir dann tun können. Ja, die medizinische Diagnose ist dafür trigeminus Neuralgie. Schmerzen, die ausgelöst werden im Nervus trigeminus, sie können ja durch ganz unterschiedliche Einflüsse hervorgebracht werden. Also Entzündungen sind immer so ganz typisch. Ja? Die Entzündungen wirken grundsätzlich auch auf Nerven und dann gibt es irgendwo an irgendeiner Stelle Schmerzen. Das wäre also das eine. Und das sollte man auch tun, nicht untersuchen lassen, ob da damit zum Arzt gehen und untersuchen lassen und feststellen lassen, ob da irgendwas ist, was den Nerv in besonderer Art und Weise und in besonders auffälliger Art und Weise belastet. Denn so richtig kriegt man es meistens gar nicht raus, wo es herkommt. Die meisten wissen gar nicht, wo ihr Schmerz herkommt, trotz zahlreicher Untersuchungen. Also man findet sehr schlecht Ursachen dafür. Aber es gibt natürlich welche und die sollten erstmal abgeklärt werden. Das sollte ein Arzt wissen, wie das funktioniert und das kriegt er auch raus. Dann gibt es so massive Eingriffe. Zum Beispiel als eine Ursache wird definiert, dass die Bewegung der Ader, die unser Kleinhirn versorgt, also im Kopf, im Schädel, in unserem Gehirn, dass diese Ader durch ihre Schlagaktivität, also wenn das Blut in der Ader zirkuliert, auf den Nerv drückt und dass sich diese Schwingung überträgt auf den Nerv und dadurch der Schmerz ausgelöst werden soll. Also quasi da, wo er im Gehirn andockt, gar nicht mal im Außenbereich, den wir gerade erklärt haben. Ja? Und dann soll hier so ein 5-Euro-Stück, gibt es ja nicht mal 5-Mark-Stück großes Loch reingeschnitten werden und dann da alles mit einem Kissen abgepolstert werden, damit die beiden Ader und der Nerv keinen Kontakt haben. Also das ist schon, hört sich schon nicht gut an. Sollte eher die absolute Ausnahmesituation sein, also wenn die Verzweiflung ins Unendliche geht, dann könnte man auch daran denken. Es gibt aber auch thermische Verfahren, dass der Nerv mit Hitze behandelt wird oder sogar mit Alkohol behandelt wird. Das heißt, dass man an den Nerv herangeht und dann versucht, ihn damit so ein bisschen zu betäuben. Das hält auch eine Zeit lang vor. Da muss man es allerdings wiederholen. Ja, Ursachen können auch sein, dass eine Demyelinisierung des Nervs da ist. Das heißt, unsere Nerven, die sind eigentlich so ein bisschen eingepackt. Die sind wie ein Kabel, ja? Die haben so eine Isolierung drumherum. Und das hat dieser Trigeminusnerv auch an den meisten Stellen. Und wenn die geschädigt ist, dann kann es natürlich auch zu diesem Schmerz kommen, der dann durch Druck oder weil die Isolierung halt weg ist, der dadurch hervorgebracht wird. Das ist auch eine Geschichte, die ist nicht ganz so einfach zu finden, ja? Die ist nicht ganz so einfach aufzufinden. Und zu reparieren ist sie auch nicht ganz so einfach. So, eigentlich kann man es gar nicht reparieren. Man muss abwarten und gucken, was da eigentlich passiert. Bevorzugt werden medikamentöse Verfahren natürlich versucht. Also man nimmt Medikamente gegen den Schmerz, dass er nicht auftritt. Und ja, man versucht also alles, was eben geht. Aber wenn er dann immer noch da ist und man weiß gar nicht, warum und was tue ich denn, dann fragt man mich, was hast du denn nicht mehr eine Idee, was man machen könnte? Und ich empfehle dann grundsätzlich die Faceformer-Therapie, also unsere Methode, die wir entwickelt haben. Denn mit dem Faceformer passiert ja nichts anderes, als wir Funktionen im Gesicht korrigieren. Und die Auswirkungen der Korrektur, die wirken sich auf unseren gesamten Körper aus. Also nehmen wir an, der Trigeminusnerv bekommt an irgendeiner Stelle einen Druck, weil mein Gesicht verschoben ist. Also ich übertreibe mal, mein Unterkiefer wäre verschoben zur Seite. Man nennt das auch Kreuzbiss. Die Zahnärzte würden sagen Kreuzbiss. Ich würde sagen, das Gesicht ist einseitig verschoben und die Muskulatur auf beiden Seiten nicht harmonisch eingestellt. Das heißt, diese
diese Fehlbelastung der Muskulatur auf beiden Seiten, weil hier würde ja dann gezogen und hier würde gequetscht, die könnte durchaus dazu führen, dass der Trigeminusnerv an irgendeiner Stelle einen Druck bekommt. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Der Druck könnte sich auch an einer ganz anderen Stelle einstellen. Der Druck könnte auch durch eine verkehrte Atmung zustande kommen und so weiter. Genau das wird aber mit dem Faceformer behandelt. Das heißt, was wir eigentlich wollen, ist gar nicht so gezielt auf den Trigeminus losgehen, sondern wir wollen Grundfunktionen korrekt einstellen, so wie sie sein müssen. Und diese Grundfunktionen sind in der Regel schon von Kindheit an verstellt. Und irgendwann bilden sich dann solche Probleme aus, unter anderem wie Trigeminusbelastung und Trigeminusschmerz. Deswegen würde ich immer versuchen, mit dem Faceformer das zu korrigieren, also dass die Funktionen korrekt eingestellt werden, dass die Bewegungen korrekt eingestellt werden, dass Reflexe korrekt eingestellt werden, damit eventuell bestehender Fehldruck auf den Nerv sich zurückbilden kann. Also durch die Neutralstellung, so wie sie sein muss, durch das normale Funktionieren, würde quasi der Trigger, der Belastungspunkt rausgenommen und vielleicht der Trigeminusschmerz damit völlig aufgelöst. Das wäre natürlich der Idealzustand, der passieren könnte. Das geht aber nie von heute auf morgen. Das bedeutet nicht, man nimmt jetzt diesen Faceformer, trainiert damit und dann hat man morgen den Trigeminusschmerz weg. Nee, so einfach ist es nicht, sondern das System muss sich ja tatsächlich komplett umstellen. Es muss ganz anders funktionieren. Wenn es vorher falsch funktioniert hat, muss jetzt auf richtig umgestellt werden. Das ist ein Trainingsprozess. Und ihr wisst alle, Training dauert ein bisschen. Wir lernen nicht von heute auf morgen Tennis spielen. Und das lernen wir schon mal gar nicht von heute auf morgen, denn da sind die Bewegungen viel komplizierter als beim Tennisspielen. Also da muss man schon ein bisschen was für tun. Aber das ist mitunter das Einzige, was hilft. Wir wollen ja nicht die anderen Methoden ausklammern, aber wenn die alle nicht funktioniert haben, was macht ihr denn dann? Ihr könnt es ja nicht so lassen, wie es ist. Also tut was und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es solch ein Problem ist. Und deswegen auf jeden Fall ausführen. Auf jeden Fall die Therapie konsequent durchhalten. Da gibt es übrigens auch eine kostenlose App zu. Da könnt ihr euch genau anleiten lassen und seht auch, wie alles funktioniert. Es wird protokolliert, der Verlauf wird protokolliert und der Übungsverlauf wird mit euch zusammen gemacht. Also so einfach, wie es eben geht, ist die Therapie konzipiert und jeder kann sie durchhalten. Und es war ein Höllenspaß, wenn man merkt, das ist es und ich kann dadurch alles verbessern. Naja, macht es. Nicht probieren, sondern machen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte liken, an Freunde und Bekannte weitergehen. Unbedingt den Kanal abonnieren, weil ihr wollt ja immer informiert werden, wenn ein neues Video kommt. Dazu gibt es ja auch noch den Klingelknopf. Wenn ihr den aktiviert, dann kommt die Erinnerung von alleine. Und schreibt unter das Video einen Kommentar und schreibt mal eure Erfahrungen, die ihr gemacht habt. Vor allen Dingen die, die schon mal Faceformer-Training gemacht haben und es dadurch korrigiert haben. Okay, das war's für heute und tschüss.